Hallo liebe Leute, und hier sind wir wieder in Elder Scrolls Online. Der Waschbüber sitzt hier gerade an der Ranke. Ich bin deprimiert. Ja, so schaust du auch aus. Mein tolles Kleid geklaut, jetzt habe ich nur noch Unterhosen an. Aber nicht so schlimm. Muss ich halt in Unterhosen weiterspielen. Kann man nichts machen, nur hoffen, dass sie wiederkommen. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter direkt, zur Strafe muss ich hier irgendwelche Untoten töten. Ja, weil als Strafe. Kann. Als Bestrafung musst du die Untoten ewig quälen. Ja, klingt auch nach mir, oder? Ja, klingt nach dir, stimmt. Ja. Hier geht's lang. Ach, Katzen können nie den richtigen Weg weisen. Können immer den richtigen Weg. Oh, da ist ein Kultist. Bis zum nächsten Hund. Und dann können sie den Weg nicht mehr. Nein, dann reiße ich den Hund nämlich auf und dann kenne ich den Weg wieder. Passt doch. Wieso glaube ich das nicht? Also der Hund glaubt auf jeden Fall nicht. Natürlich. Du diese Kampfkatze, was wir den Hund gegen ihn nicht tun. Manchmal denke ich mir... Umwerfen ist richtig cool eigentlich. Oh, guck mal. Du könntest einen Katzenbad nehmen. Nein, danke. Da gehe ich lieber bei der Ranke da hinten vorbei. Hallo. Wer steht denn hier? Die Dame. Limrin. Limrin. Bei den Acht. Schleicht euch doch nicht so an die Leute ran. Irgendwann schlägt euch jemand noch den Kopf ab. Ihr müsst der Freund von Zaubermeisterin Benele sein. Ja. Ihr kennt uns? Ihr seid dieser wahnsinnige Narr, der vor uns in die Katakomben gegangen ist, oder? Haben die anderen Ritter es eigentlich geschafft? Dieser Bindungszauber scheint mich ein bisschen vom Ziel abgebracht zu haben. Nur ein bisschen? Na gut, die anderen sind in der Nähe. Ihr solltet euch mal, naja, mit ihnen treffen. Die brauchen mich noch eine weibliche Gesellschaft. Ich mache mich auf den Weg heraus, sobald ich eine Möglichkeit dazu sehe. Aber eine Warnung noch. Der Schlurfer in der Kammer vor uns ist außerordentlich stark. Falls ihr euch ihm stellen Totems? Wollt, dann haltet ihn von den Totems fern, die ihn umgeben. Finde ich jetzt aber ganz schön dreist. Mit etwas Glück können wir bitte folgt uns nicht. Wir wollen euch nicht schon wieder retten. Es gibt schwere Rüstung als Questbelohnung. Das ist doch was für dich, oder? Guck ich gleich mal. Gürtel. Max. Ich würde mich nicht mit dieser Abschwächung anlegen, ohne mich leider erst um genau, ihre Totems gekümmert zu haben. Gleich, aber also ihr kennt euer Geschäft sicher besser bis auf als ich. Andere Sorgt euch nicht um mich. Guck mal, ich da ist ein fetter und die anderen finden. Mob. Das beschreibt es ganz gut. Ich habe mich nochmal mit ihr unterhalten. Ich fand die ganz sympathisch. Ja, ich fand sie auch sympathisch. Oh, er ist ein bisschen. Ich würde mal sagen, das sind die Totems hier. Pinky, helf uns! Wow, geil. Er tickt aus. Pinky macht das schon. Pinky macht das schon. Er tickt aus. Okay, er ist tot. Yeah. Pinky regelt, man. Oh Mann, und ich dachte, er tickt aus. Und er hat auch die Scherbe des Schlurfers dabei. Ja, und, damit Alter, hat er hier Schluss. Gewohnt oder was? Anscheinend. Hey, cool. Sein Bett war nicht ganz so groß wie er, aber okay. Er braucht kein Bett. Wenigstens haben wir ihn von den Totems ferngehalten. Nein, das eine Totem, das hat er, glaube ich, irgendwie ausgesaugt. Ja. Hat nur nichts gebracht. Weißt du, wir sollten uns mal richtige Gegner suchen und ich habe schon so eine Idee, wo die sein könnten. Ja, ja, jetzt sind wir ja auch quasi Katze und Held in Strumpfhosen. So wie bei Robin und Schergen hier aus dem Sherwood Forest. Ja, genau. Mickrige Glyphe der Flamme. Nee, das macht keinen Spaß. Dann müsstest du noch Schurke spielen anstatt Magier, das wird dann passen. Hey, einen Bogen hast du doch schon mal. Hier gibt es auch nichts zum Einsammeln. Ich habe eine Armbrust, das ist ein Unterschied. Armbrustbogen, ist das nicht das gleiche? Irgendwie so ein bisschen. Naja, das andere schießt einen Bolzen, das andere schießt einen Pfeil. Naja. Ja. Ist sonst genauso gut wie zu sagen. Schade. Ist genauso gut wie zu sagen, ein Tor kann auch mal offen sein oder dazu, nicht wahr? Das ist definitionsabhängig, mein. Es kann natürlich auch ein geschlossenes Tor sein. Irgendwann es kann geöffnet ein geschlossenes, wird. Offenes Tor sein. Was du verschließt und eröffnen kannst, genau.
So, hier ging es doch irgendwo nach unten, mussten wir. Hier, ich habe den Weg schon gefunden. Die Katze kennt den Weg, weißt du? Nein, ich weiß schon mal. Ah, hier geht's lang, siehst du? Sag doch, die Katze kennt den Weg. Okay. Angoffs Heiligtum geht auf. Boah. So, angekommen und oha, die wir sind gleich Homies da. Wir werden nach Kräften helfen, aber bleib weg von seinen Ranken. Bleiben. Wieso von den Ranken? Hallo? Ja, aber hier sind so viele Ranken. Bingy, ich hab Angst. Hilf mir. Ihr seid also der eitle Narr, der mir Glen Umbra entreißen will. Oh ja. Wollen? Es ist ein Auftrag. Wer hat bezahlt? Wollen. Wir werden ja okay. Lenumbraum. Ich würde sagen, ich hätte mal Pinky auf ihn. Werde ich euch als meinen Diener auferstehen lassen. Oh, mein Diener kommt auch noch. Yeah, kriegt ein wie eine Bombe. Ihr werdet einen Blitz doch mal. Freunde mit euch. Schnell ins Licht, bevor seine Magie schnell in den Kreise, in die Kreise. Was? Kreise? Aber er ist doch schon tot. Pfeil. Jetzt ist er tot. Ihr habt es geschafft. Jetzt schnell. Geht doch. Was ist denn mit deinen fetten Tier, ey. Geil, ne? Ja, das hat was. Ja, das ist Pinkys großer Bruder. Ja. Super. Big Boy. Mal gucken, wie sah er aus? Er sah nicht mehr gut aus. Als ja, direkt. Aber hier ist nichts okay. mehr groß. Das ist schade eigentlich. Dann treffen wir uns mal in ein Feldlager. Jupp. Endlich wieder draußen. Aber kennst du Pinkys Familie eigentlich nicht? Guck mal, da haben wir zum Beispiel Pinky. Ja? Nicht zu vergessen, nicht zu verwechseln mit. Ein anderer Pinky? Mit Stinky, seinem Bruder. Ja? Und naja, ab und zu ist auch mal Big Ben da, Big Boy. Aber naja, der kommt halt nicht so oft, weißt du. Der hat halt gerne mal ein bisschen Ruhe. Dann gehen wir mal hier. Für immer leben. Benele, Gabriele. Ja. Besuchen? Ja. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist Spaß nicht das richtige Wort, aber ihr wart wunderbar. Angoff ist endlich tot. Wir können euch gar nicht genug für all das danken, was ihr getan habt. Ach, kein Ding. War eine Leichtigkeit. Und was haben die anderen jetzt vor? Die anderen sind in ihren Zelten zusammengebrochen. Sie sind völlig erschöpft. Aber ich wollte euch bei eurer Rückkehr willkommen heißen. Und Celanes möchte mit euch sprechen. Er erzählt den Kommandanten der Löwengarde im Moment, was geschehen ist. Und was will er, Celanes? Wer weiß. Vielleicht will er euch eine Medaille verleihen oder sowas. Nun geht ruhig. Wir kommen schon zurecht. Versprochen. Nur mal so unter uns. Du wolltest wach bleiben, damit wir uns so... Na, du dich bei uns bedanken kannst, oder? Ich meine, bei mir, nicht bei der Katze, aber... Kriege ich niemanden ab. Hey, oh Mann. Man muss die Chance mal nutzen. Wenn diese Schicht vorüber ist, könnte ich ein Getränk oder auch... Hey, Namrel. Hey, Janis. Shaldon. Der Sheldon. König wird uns für das, was wir hier getan haben, dankbar sein. Ihr? Einige von Angoffs Anhängern rennen immer noch frei herum, aber damit werden wir fertig. Vielleicht normalisieren sich die Dinge jetzt wieder. Denkst du? Na gut, was ist mit den Ranken? Ohne Angoffs Magie werden die Ranken hoffentlich verdorren und absterben. Wenn nicht, bin ich mir sicher, dass die Magiergilde einen Zauber aus der Tasche holt, der sie entfernen kann. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um sie. Ja, die holen bestimmt einen Zauber aus der Tasche. Aber sieht aus, als wenn er irgendwelche Sorgen hat, oder? Das schaut doch immer so aus. Ja, aber mir fällt nicht ein, was genau. Man munkelt, die Lage im Norden wäre nicht viel besser. Nicht notwendigerweise wegen der Ranken oder so, aber es heißt, es gäbe da draußen noch andere Dinge, um die wir uns sorgen sollten. Was genau habt ihr gehört? Ich hörte, dass es Ärger in Köglin gibt. Irgendetwas Schlimmes ist dort oben passiert. Aber macht euch darum keine Sorgen. Wir haben gerade die Leute von Glen Umbra gerettet. Wir sollten feiern. Wo Buddy! Haben wir das nur hingetan? Was hingetan?
Der König hat diese Rüstung für den Champion bereitlegen lassen, der Angorf besiegt. Sie war einer der Schätze von Durchsturz und jetzt gehört sie euch. Sie ist eure Belohnung für all das, was ihr für dieses Land und seine Leute getan habt. Möge das Glück euch folgen, wohin ihr auch geht. Oh ja, möge das Glück uns folgen. Erhöht die Resistenz gegen kritische Treffer um 70, das ist doch schön. Möge die Macht mit dir sein, junger Padawan. Das Ding trage ich auf jeden Fall. Sie haben ihn mitgenommen, Sir. Was? Ey! Was zum Alten da hinten? Ist alles okay mit dir? Nein, da geht gar nichts. Maele? Okay. Maele? Gibt er fast um. Mann, was ist los? Sie kamen in der Nacht. Wir konnten nicht. Ihr konntet nicht. Was? Was ist geschehen? Wir waren auf dem Rückweg aus Dolchsturz, als unsere Karawane angegriffen wurde. Bretonen kämpften Seite an Seite mit Daedra. Sie haben uns fast alle getötet. Aber der Hauptmann, sie haben den Hauptmann mitgenommen. Was, den Hauptmann? Was habt ihr gesehen und wohin haben sie ihn gebracht? Sturmhafen. Ruinen an der Grenze. Dort haben sie ihn hingebracht. Okay, dann wir werden euren Hauptmann finden. Macht euch keine Sorgen. Der müsste ihn aber erstmal suchen, oder? Im Sturmhafen. Okay, im Sturmhafen. Mappizieren wir doch mal, wo war denn Sturmhafen nochmal gewesen? Sturmhafen ist das nächste Gebiet auf unserer Karte. Da oben, ja, ich sehe schon. Wir haben aber hier noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Es gibt noch so ein Dorf, das gerettet werden wollte, weil Banditen das Dorf überfallen haben. Ja, das klingt doch nach Spaß. Wo ist denn das? Ja, das war irgendwo weiter südlich. Nein, nicht. Weißt du noch, wie die Quest hieß? Genau. Ich würde mir gerne einfach einen Wegmark machen. Zum Großen. Halt, warte mal. Wir haben über dem Lager auch noch eine Gruft. Und über der Gruft haben wir einen Dolmen. Dann machen wir jetzt die Gruft, den Dolmen und danach gehen wir Richtung Kreuzgrat, um das Dorf von den Banditen zu retten. Bei deinen Gruft die Tiere doch einfach mal. Das ist die richtige Richtung. Jo. Ich rufe erstmal Carsley herbei. Ja, ich suche mir eine trockene Strumpfhose, denn es regnet hier, ja? Und ich will ungern mit nassen Strumpfhosen in den Krieg ziehen. Mit nassen Strumpfhosen in die Gruft. Ja, hallo? Ich will doch nicht krank werden. Wenn ich schon in die Gruft gehe, dann halt, ne? Trockenen Hosen. So, das sieht doch schon mal in die richtige Richtung aus, dann mache ich mich doch schon mal auf den Weg und gucke mal, was sich hier so bietet. Überall Untote. Zombies. Wölfe. Hey, Wölfe, Moment. Den Wolf, den muss ich jetzt angreifen. Ist so eine Katze-Sache. Ja, okay, versteht zwar kein Mensch, aber du bist ja auch eine Katze. Ganz einfach, es ist ein Wolf und ich bin eine Katze, ich suche immer Streit mit Wölfen oder Hunden. Weil okay, ist das Gleiche, ich hab dir noch ein paar Wölfe auf den Weg gepackt. Ich weiß. So schlechte Zeiten. Keine Sorge, ich mach's gleich kalt. Das Horn gehört? Ich hab's gehört, das ist dieser Anker, glaube ich. Oh ja, ich höre ihn. Auch diesen Anker? Oder der muss irgendwo hier oben runterkommen, aber ich sehe ihn nicht. Schade eigentlich. Dann mache ich mich mal auf in die Ebenen. Ebenerzgruft hier. Ab nach unten. In die Ebenerzgruft. Du darfst Kasi auch mitnehmen. In die Gruft? Ja. Warum müssten es eigentlich immer irgendwelche Gruften oder andere komische Sachen sein? Wo es dunkel ist. Sag bloß, du hast Angst im Dunkeln. Nein, ich hab doch mein Licht dabei. Ah, natürlich. Ich bin ein leuchtendes Beispiel. Oh wow, das kleine Licht bringt's voll. Ich dachte irgendwie an einen Lichtzauber. Okay, hier hast du mehr Licht. Ja, das ist eine leuchtende Fläche oder der leuchtende Fußboden. Super. Ach. Hört mal ein richtiges reichen. Licht aus. Das ist mehr Licht, als du bieten kannst. Oh. Weißt du, ich kann auch leuchten. Hier, brennendes Schwert. Brennende Rüstung. Gut. Ja. Das reicht. Was auf die Weg Seite mal. Ist. Außenrum macht er. Ist doch easy hier drin. Das kann schön. So, ich zieh mal einen Gegner rum. Komm her.
Boah, dafür habe ich gar keine Magika, aber ist lustig, die zu ziehen. Feuerkreise, wer macht die Feuerkreise? Ach, er macht das. Okay, noch mehr Blut und Kultisten. Die Gegner sind viel zu einfach, Alter. Kannst du ja durchschnitzeln, während du, ja, ein Haus baust? Ein Haus bauen? Brandstifterin, du wirst nichts mehr brandstiften. Die wird sterben. Bolzen reinjagen. Echt nur bei Untoten toll. Schade, schade. Meinst du? Ich würde sagen, sie sind alle gestorben. Und wenn sie ja, nicht gestorben sind, dann nehmen doch halt. Guck mal, hier ist doch Licht. Das ist mal richtig Licht. Ja. Juhu! So. Und der andere kriegt einen Bolzen. Nein, den hast du geblitzt. Okay. Ja, er ist an dem Blitzlicht irgendwas krepiert, bevor er was machen konnte. Oder ich habe einen Bolzen reingeschossen und dein Blitzableiter hat einen vollen Kopf. Oh nein, Stinky hat Kopfschmerzen bekommen. Aber keine Ahnung, Stinky ist zur Stelle. Super. Befehle. Dank den erfolgreichen Einsatz wächst unsere Armee. Ja. Euer Anführer ist tot. Habt ihr es noch nie mitbekommen? Ja, das Memo kam noch nicht. Ach so, natürlich. So, Pinky, komm, schnapp dir den hier vorne mal. Ich mach ihn auch fest für dich. Komm und ja. Chuck! Passt. Yay. Da war der Knaller wieder da. Ein Sky Shard. Okay. Was? Ey, ich brauche ihn. Ein Gestört auf den Sky Shard zu rennen. Meins, meins, meins. Okay, ich kann erst drücken, nachdem ich die ganzen Typen umgebracht habe. Ich mach das mal für dich. Da du ja nicht anscheinend klarkommst. So. Okay, und jetzt. Mein Schatz. Mehr Energie. Ja. Ja. Hab ich einen? Ach nein, nur eins von drei. Dazu darf erstmal einer sterben. Und er sieht mir hier wie ein guter Kandidat. Kann ich eins von drei haben? Ja. Okay. Okay, hier muss irgendwo. Hey. Irgendwo muss hier was stehen. Da, der Ebenerzfürst. Wow, ich hab was gefunden. Ja, ich höre mal Pinkys großen Bruder. Ui, da kommt er wieder. Der Big Ben. Und kaum ist er da, ist alles andere tot. Yeah. Ja. Haut gut rein, das ist doch schick. Guck dir mal an, wie schick er ist. Er sieht doch schnurrig aus, oder? Dam, da, dam, da, dam. So in die Richtung. An den Seelenstein, sehr schön. Okay, räumen wir noch den Rest weg. Dann ist die Gruft da. Gruftig? Naja. Eine Gruft kann doch nicht gruftig sein. Doch, eine Gruft kann gruftig sein. Mit gruftig meine ich natürlich. Für eine. Nee. Das muss ich erstmal bei Wikipedia oder so nachschlagen, ob eine Gruft gruftig sein kann. Natürlich kannst du das. Oh Mann. Hat Schmerzen gedacht, ja. Gib mal neue Wörter und gib ihnen neue Definitionen. So. Gleich mal ein Copyright rausschmeißen. Und ein Trademark. Ja, aber jetzt gibt es das Wort gruftig. Eine Gruft kann gruftig sein, so. Ja. Okay. Oh, da ist der Hebelboss wieder. Hebelboss. Dein Kleiner kommt da anscheinend. Oh, der rennt doch. Ja, hier kommen wir wieder raus, super. Dann lass uns mal ein bisschen an die frische Luft gehen. Yep. Ist doch erfolgreich gewesen, oder? Ich meine, einen Gruftlord besiegt. Angorf oder so. Angorf. Vielleicht Angorf. Den Typen mit A besiegt. Den Typen mit A. Glenumbra gerettet. Eine schwere Rüstung bekommen, die man nicht brauchen kann und Pinky wieder am Leben. Also erfolgreiche Folge, würde ich das mal nennen. Findest du nicht auch? Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Quest und hoffen mal, ob wir die komischen Typen da finden, die Troller uns aufgeboten haben. Aufgezwungen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich wieder mit kranken Spaß mit der Kampfkatze Castro und dem Waschbiber.